Wer vom A14-Teilstück bei Kolbitz aus auf der Autobahn an die Ostsee möchte, der kommt momentan noch nicht weit. Statt einem Asphaltband begegnet man hier eher Füchsen und Rehen in einem typisch urdeutschen Wald. Hier soll die neue Anbindung an den Norden verlaufen, sehnlichst erwartet vor allem von den Bewohnern der Altmark. Für sie bestand daher am 16. August 2017 Grund zur Freude, denn der nächste Teilabschnitt von Kolbitz bis zur künftigen Anschlussstelle Tangerhütte wurde offiziell in Angriff genommen. Wir warten sehnsüchtig auf die A14 und jeder Kilometer, der fertig wird, der hilft uns ein Stückchen weiter. Sicherlich wäre man froh, wenn man noch ein Stückchen weiter wäre, aber die 8 Kilometer, die bringen uns näher wieder ran an das Autobahnnetz. Und wir gehen ja davon aus, dass es im nächsten Jahr dann nochmal weitergeht und dass dann nochmal 12 Kilometer dazukommen. Und dann ist man ja letztendlich auch im Landkreis Stendal angekommen und dann freuen sich unsere Betriebe auch darüber, egal welcher Couleur. Die Betriebe sind einfach auf eine vernünftige Verkehrsinfrastruktur angewiesen. Derzeit stellt die Altmark noch den größten autobahnfreien Raum Deutschlands dar. Wer von hier auf die Autobahn möchte, fährt im Schnitt 52 Minuten. Mit der fertigen A14 soll sich diese Zeit auf knapp 20 Minuten reduzieren. Maßgeblich für den Bau ist aber auch die Entlastung der Bundesstraßen und des weiteren nachgelagerten Straßennetzes. Das soll vor allem der Wirtschaft helfen. Dementsprechend setzen sich die Industrie- und Handelskammer Magdeburg mit ihrer Geschäftsstelle Salzwedel genauso für den Bau ein wie zahlreiche Bürgerinitiativen. Ja, das ist ein Objekt, ein Infrastrukturobjekt, wo sehr viele dafür sind. Da hat man ja auch nicht mehr ganz viel in Deutschland, dass man auch Initiativen, Bürgerinitiativen wie hier bei uns in der Altmark hat, die dafür sind für eine Autobahn. Im Regelfall ist man dagegen. Man hat mir gesagt, das ist die einzigste Initiative für eine Autobahn in ganz Deutschland. Nun aber zum Spatenstich, zumindest fast jedenfalls. Bevor symbolisch mit dem Bau begonnen wurde, begrüßte der Präsident der Landesstraßenbaubehörde, Uwe Langkammer, die Gäste, Pressevertreter und engagierten Bürger. Auch Sachsen-Anhalts Ministerpräsident Dr. Rainer Haseloff, Landesverkehrsminister Thomas Wehbel und der parlamentarische Staatssekretär beim Bundesminister für Verkehr und digitale Infrastruktur, Enak Ferlemann, waren in die Altmark gekommen, um diesem Termin beizuwohnen. Eines der wichtigsten Themen in ihren Reden waren die Probleme, die bei der Planung mit der ökologischen Nachhaltigkeit aufgetreten sind. Mit dem Bund für Umwelt- und Naturschutz Deutschland, kurz BUND, kam es während der Planungsphase zu heftigen Diskussionen, die den Weiterbau der Autobahn immer wieder verzögerten. Die Ergebnisse sind unter anderem Querungen unter und eine imposante Grünbrücke über die Autobahn. Diese Maßnahmen verschaffen der dann fertigen A14 einen ganz eigenen Titel. Es wird die grünste Autobahn Deutschlands und wenn wir für die anderen Abschnitte dieses Verfahren auch mit dem Naturschutzverbänden so hinkriegen wie für diese beiden, ich denke, das haben wir für die Natur mehr erreicht, als wenn wir uns gegenseitig blockieren. Wir wollen alle diese Autobahn, wir wollen aber auch, dass Natur- und Artenschutz stattfindet und wenn wir mehr Maßnahmen im Vergleich hinkriegen, haben wir nichts dagegen. Im Interesse der Menschen wollen wir diese Autobahn bauen und das haben auch die Naturschützer erkannt. An die Natur ist nach langem Ringen also ausreichend gedacht, was auch die Unternehmer in der Altmark freut. Für sie, besonders aber für die Unternehmer des Transportgewerbes, steht allerdings immer auch die Wirtschaftlichkeit im Vordergrund. Ja klar, das wirtschaftliche Fortschritte. So fahren wir über Hannover nach Hamburg und so fahren wir gleich hoch und oben quer. Ist ungefähr eine 1,5 Stunden Zeit. Wenn kein Unfall ist, wenn keine Baustellen sind, was wir kürzer fahren. Dann, nach Jahren der Planung, der Kompromisse und des Wartens und einer kleinen Pause für ein Dankeschön in Kuchenform, wurde endlich zur Tat geschritten. Der Spatenstich für das 8,5 Kilometer lange Teilstück der A14 zwischen den Anschlussstellen Kolbitz und Tangerhütte. Komm mal mit dir rüber. Rund 72,5 Millionen Euro werden hier jetzt investiert. Endlich, wie auch Enak Ferlemann meint.
glaube, wir haben gute Kompromisse gefunden. Jetzt muss es auch mal losgehen. Die Menschen dürfen auch das Vertrauen in den Staat nicht verlieren. Wie lange wurde darüber geredet und diskutiert? Und irgendwann muss es dann auch mal losgehen, dass die Leute auch sagen, die haben das mal versprochen, es kommt auch. Und es wird weitergehen.